Immer wenn ich mir Fotos oder Videos von Hardcore- und Punk-Konzerten anschaue, geht mir förmlich mein Herz auf. Ich kann die Energie irgendwie jedes Mal direkt spüren, so als wäre ich dabei gewesen. Auch wenn mir die Musik von den Bands nicht immer gefällt, scheint vor allen Dingen eins immer klar zu sein. Da geht's um was. Kein Larifari, keine halben Sachen, kein Quatsch mit Soße. Als ich damals für das Kunsthochschulstudium zugelassen wurde, war klar, genau sowas will ich auch in der Kunst machen. Irgendwie die Energie von den Konzerten in einem Kunstwerk rüberbringen. Und dann fing das Studium an. Sinnlose Kurse und ein tristes Klassengespräch nach dem nächsten, in dem die Professoren immer als eine Art Geschmackspolizei für bildende Kunst in Erscheinung traten, während die Studenten brav alles abnickten. Hast du fein gemacht, Fifi. Hol Stöckchen. Studenten? Und dann deren Kunst erst. Und dann die Ausstellung, die ewig gleichen Vernissagen, bei denen es eigentlich nur darum geht, Kontakte zu knüpfen oder einen Fickpartner für die jeweilige Nacht zu finden, während die ausgestellte Kunst zur Dekoration verkommt. Kindergeburtstag mit Erwachsenen, Kaffeekranz der Untoten, Rollator Youth. Dabei hatte ich doch so viele Fragen. Zum Beispiel, wo genau beginnt künstlerischer Eigenwert? Und wo das Original? Was kann man noch machen, wenn alles schon gemacht und gesagt wurde? Je mehr ich mich mit Kunst beschäftigte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass das, was an der Kunsthochschule abgeht, oder eben nicht abgeht, nichts, aber auch nichts mit dem zu tun hatte, was zurzeit wirklich so an zeitgenössischer Kunst passierte. Und so blieb ich immer öfter zu Hause, machte da mein Zeug und informierte mich dort über neue Kunst. Meistens scrollte ich mich allerdings sinnlos durch Blogs, schaute mir Pornos an oder wahllos ein YouTube-Video nach dem anderen. Habt ihr wahrscheinlich auch jeden Tag irgendwie in der Hand. Fuck, fuck, fuck. Diese kleinen Arschkasten hier. Das war eigentlich so einfach. Drin schwarz. Jawohl, perfekt. Fuck, fuck, fuck. Die Uni ist jetzt vorbei, doch was genau hat sich eigentlich wirklich geändert? Fast scheint es mir, als hätte ich 5 Jahre verschenkt und ich wünschte, das Studium nie begonnen zu haben. Immerhin habe ich jetzt einen Abschluss, der mich original für nichts qualifiziert. Immer mehr Leute wollen Kunst studieren, aber von 1000 Bewerbern werden jährlich nur etwa 15 bis 20 zugelassen. Doch was bringt so ein Kunststudium eigentlich? Vielleicht geht es auch gar nicht nur ums Kunststudium, sondern um etwas ganz anderes. Letztlich kommen wir alle tatsächlich aus dem Nichts. But this is my last song. These are the last words I ever write.